Hallo und herzlich willkommen zu unseren Tutorials. Wir sind Ricardo und Raquel aus Köln und freuen uns, mit euch wieder ein paar neue Tango-Schritte zu tanzen. Eine super schöne Figur, auch mit Ocho Cortados, für die ein wenig fortgeschrittenen Tänzer unter euch. Und ich liebe sie, weil ich sehr gerne Ocho Cortado tanze und weil ich da auch viele kleine Verzierungen machen kann. Wobei wir die Verzierungen erst in einem kleinen separaten Video erklären werden, damit das nicht so ausufert hier. So, dann. Wir beginnen aus dem parallelen System, zuerst mit einem Ocho Cortado, also Rückseite oder Direktseite, vor, zurück. Hier an dieser Stelle ist wichtig, normalerweise kann ich also hier stoppen unten, bei Raquel unten und dann sage, ja, ich mache einen Ocho Cortado. Jetzt mache ich das nicht, ich stelle mich dann, also versuche dann, nicht versuche, ich bleibe auf links und führe sie auf, in einen Seitschritt auf zwei Beine, dann zurückdrehen ins Kreuz, auskreuzen, nicht so weit, dass sie schon absetzt, sondern mehr also so einen kleinen Projizieren macht. Und jetzt mehr Energie reinbringen für den Rückschritt der Frau, dann hinterkreuzen, raus, Fußwechsel und jetzt komme ich dran. Ja, und das ist sozusagen der, ja, man müsste nicht, aber ich finde es immer schön, da unten den Fuß hinzustellen und wieder Ocho Cortado. Nochmal. Also vor, zurück. Ja? Hier stehe ich wie beim klassischen Ocho Cortado auf zwei Beinen, das Gewicht gleichmäßig verteilt. Mein rechtes Bein, der ist nur zum Stützen da, also ist nicht belastet, gar nicht, weil dann wäre sie weg, dann macht sie schon mehr als nur 50-50 sozusagen. Jetzt dreht zurück um eure Achse in die Frau ins Kreuz, zack. Und das ist der nächste Punkt. Ich drehe sie nur so weit, dass sie kreuzen kann, also dass die Füße zusammenbleiben. Wenn ich jetzt hier jetzt denke, ah ja, das war meine Tanzrichtung und ich kreuze jetzt komplett so gerade, dann macht sie unten einen total unbequemen Schritt. Also tendiert jetzt, wenn sie wechseln würde, weiter zu fallen nach links. Und das wollen wir nicht. So, das heißt, vor, zurück, Cortado. Nur ein, also diagonal noch so bleiben. Das hilft uns jetzt, auch diesen Impuls zu erzeugen für den Mini, also für diesen Schritt. Ja, also sie setzt ja nicht drauf, aber diesen kleinen Impuls. So, jetzt Energie rein und rück, schließen, Wechsel und wieder in den Seitschritt der Frau stoppen. Ocho Cortado und raus. Wenn ihr das gut macht, dann seid ihr genau gegen die Tanzrichtung. Aber ich glaube, das ist jetzt eine etwas fortgeschrittenere Mittelstufenfigur. Da könnt ihr auf jeden Fall mit einer Wiege oder irgendwas, was ihr kennt, wieder raus. Die Figur ist super schön in enger Umarmung. Ihr habt aber gemerkt, nach dem Ocho Cortado, wenn Ricardo mich nach diesem kleinen Auskreuzen, also, weiter, jetzt. Spätestens jetzt müsst ihr ein bisschen öffnen. Jetzt haben wir natürlich offen angefangen. Mach's nochmal in eng, damit man das richtig veranschaulicht kriegt. Na, jetzt bin ich eigentlich frontal mit ihm verbunden in der Umarmung. Wenn er jetzt mich in den Rückwärtsschritt
führt, muss ich ja auf dieses linke Bein und dann habe ich ein Drehmoment von ja, optimalerweise 3/4 für dieses Viereck der Drehung. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, es kommt ein bisschen darauf an, was der Mann führt. Und das geht nicht mehr in ganz enger Umarmung. Das würde sehr unschön aussehen und auch für die Achse. Dann wird Ricardo auch gar nicht hier drehen können. Deshalb öffnet da ein bisschen. Vielleicht könnt ihr hier mit der linken Brust noch beim Mann bleiben, vielleicht auch nicht. Für die Drehung spätestens hier kann man wieder mehr Kontakt aufnehmen. Aber das ist auch wirklich unsere Aufgabe, der Folgenden zu sagen, von hier, Achtung, hierhin, na, ich habe nicht so viel Torsion in meinem Körper, ich kann nicht so bei dir bleiben. Dann gehe ich dahin und optimalerweise lässt der Mann einen da in der Umarmung auch wirklich in diese linke Achse gehen. Wenn nicht, dann macht man eher so ein Milonguero, rückwärts Ocho, dann sind die Beine unter Umständen ein bisschen ins Knie verbunden. Wenn ich das aber à la Salon mache, dann sind die Beine eigentlich frei, weil mein Gelenk hier oben ist, ne, und das Becken eigentlich wegzieht. Ne, dann habt ihr so eine Geschichte und nicht, sieht man jetzt auch wieder super mit meinen Hosen, ne? Nicht sowas, sondern sowas. Ne? Muss man sich jetzt vorstellen. Für mich an dieser Stelle, wo wir uns lösen, ist wichtig und deshalb passiert es dann auch automatisch aus meiner Seite, weil ich sie ja vorschicke. Ich darf ja nicht mit ihr zusammen drehen, sondern sie muss zuerst den Impuls bekommen, den Rutsche zu machen. Also dann noch nicht hier. Sie startet. Ja, sie startet, ich hinterher und dann die nächsten Schritte, die kommen. Weil wenn ihr das gleichzeitig macht, wird sie euch in den Rückschritt sofort mitnehmen und ihr werdet also drauf liegen. Ja, es könnt ihr nicht halten. Nur einmal so rum. Hier, sie zuerst, jetzt komme ich. Tak, tak, tak. Sehr schön, gerade auf rhythmische Tangos von D'Arienzo Biaggi, was immer ihr da gerne sagt, Rodriguez. Gefällt mir sehr gut. Viel Spaß damit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es wird euch weiterbringen. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare, über Likes und über neue Abonnements. Also schreibt uns, abonniert uns, liked uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.